die Zigaretten noch? Sie können sie zählen. Nee. Nein. Gab es mal einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ich glaube, Sie haben mit 15 angefangen. Gab es mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, nee, jetzt will ich doch mal aufhören? Nach dem Kriege, da haben wir unsere Raucherkarten verkauft, um dafür Brot zu kaufen. Da haben Sie tatsächlich eine Zeit lang nicht geraucht? Ja. Das Brot war Ihnen wichtiger. Ich frage das deshalb, weil Sie sind für mich ja ein disziplinierter Mensch, ein willensstarker Mensch. Und haben trotzdem offenbar, was das Rauchen betrifft, irgendwie gesagt, ich mache weiter. Ja, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette. Aber wie Sie sehen, hat es mir nicht geschadet. Ich lebe noch. Die gute Mentholzigarette, ne? Lange nicht mehr gesehen. Wenn Sie in Amerika sind, wo rauchen Sie da denn? Überall. Nein, das kriegen Sie nicht hin, Herr Schmidt. Sogar im amerikanischen Fernsehen. Und wie ist die Reaktion dann so am nächsten Tag groß? Nein, nicht in den Zeitungen. Ich kriege manchmal böse Briefe. Ja. Ich sei ein schlechtes Vorbild. Muss ich ertragen. Herr Schmidt, eine Frage bleibt mir noch zum Schluss. Es gibt eine Rubrik in der Zeit, die heißt, ich habe einen Traum. Das ist in der Zeitrubrik Leben. Da wird Politikern, Schauspielern, Musikern die Frage nach ihrem Traum gestellt. So eine ganze Seite mit einem großen Foto und dann sozusagen der persönliche Traum. Wenn Sie dort diese Rubrik füllen dürften, wie würden Sie es machen? Was wäre Ihr Traum? Ich würde sie wahrscheinlich nicht ausfüllen wollen. Ich habe keine Träume. Ich denke, es wäre interessant, wenn ich träumen könnte, zu träumen, was ich für Häuser bauen würde und für Städte bauen würde, wenn ich, statt in die Politik zu gehen, meine jugendliche Lieblingsvorstellung hätte verwirklichen können und wäre Architekt und Städtebauer geworden. Es hat mich mal einer gefragt, was hätten Sie für Häuser gebaut? Ja. Und da habe ich geantwortet, Mensch, das möchte ich auch mal wissen. Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr für den Besuch, okay, für das Gespräch. Alles Gute Ihnen. Und sollen wir jetzt eine zusammen rauchen? Ich habe keine mehr. Meine sind alle. Sie, für diesen Fall rauchen Sie auch eine ganz normale. Ja. Gut, da habe ich ja Glück gehabt. In der Not frisst der Teufel fliegt. Ist eine französische. Ja, mit den Franzosen waren Sie ja immer gut befreundet. Das ist übrigens so ein Punkt, über den ich mich ärgere. Ja. Dass die Leute nicht anerkennen oder nicht begreifen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich niemals so gut war wie zu meiner Zeit. Als Sie zusammen mit Giscard d'Estaing deutsch-französische Politik gemacht haben. Herr Schmidt, bedanke mich nochmal sehr, dass Sie da waren. Und wenn Sie möchten, sind immer gern und herzlich willkommen bei mir auf ein Neues. Danke Ihnen sehr. Schönen Dank.